Servus wieder mal, und zwar Mona aus dem Waldviertel. Wir sind gerade in Martinsberg und ich darf Ihnen heute hier ein zu 95% fertig saniertes Einfamilienhaus zeigen, das sich über neue Eigentümer freuen würde. Was haben wir hier vor Ort? Wie gesagt, es ist schon zum Großteil saniert. Sehr farbenfrohe Räume, unter anderem viele Pflanzen. Es haben auch einige Tiere hier gewohnt, wie man dann im Garten sehen wird. Und vor allem hätten wir schon eine Pelletsheizung hier. Also es ist relativ viel gemacht, inklusive Fenster, alle Bäder neu, Küche neu, Wohnzimmer neu etc. Aber schauen Sie am besten selbst auf den nächsten Aufnahmen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, Martinsberg ist ein sehr, sehr netter Ort mit vollständiger Infrastruktur und wäre nicht allzu weit weg von den Autobahnabfahrten Melk bzw. Ips. Aber lassen wir die Bilder sprechen. Wie cool man eine Zwischenwand gestalten kann, bevor man sie ganz entfernt, sind wir im Wohnzimmer. Was auch sehr erfreulich ist, Schwedenofen wäre auch hier zusätzlich zur modernen Pelletsheizung. Also das Ganze sollte auch in Ihren Style hineinpassen. Farbig, kreativ, das hätten wir alles hier. Auch die Bausubstanz ist in Ordnung, wie ich Ihnen in einer weiteren Folge zeigen darf. Bitte sind Sie ein bisschen tolerant, nachdem wir noch quasi mitten im Baustellenabschluss sind. Schaut es dann ein bisschen aus im Keller und im Dachboden, aber das gehört zum Arbeiten dazu. In diesem Sinne gibt es weitere Bilder, bevor ich mich wieder bei Ihnen verabschiede. Für ein Büro hat sich hier noch Platz gefunden, auch das ist bestens saniert, also gleich am Beginn der Aufnahmen zu sehen und ich hoffe, dass es auch im Außenbild Ihren Vorstellungen entspricht. Wie gesagt, der Angebotspreis wäre, glaube ich, doch recht attraktiv für den Sanierungsstand und ich hoffe sehr, dass wir uns hier vor Ort kennenlernen. Mein Name wäre übrigens Reinhard Lengbacher, bin von Raiffeisen Immobilien, freue mich sehr, Sie hier vor Ort kennenzulernen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Tag, sage Tschüss und Baba.